Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Pizcapes. In unserem Einsteigerformat Pizskills werden wir uns heute mit dem Thema Bodengrund beschäftigen. So, um den richtigen Bodengrund auszuwählen, muss man sich vorher Gedanken machen, welchen Bodengrund möchte ich gerne benutzen. Für welches Layout, für welches Style oder für welches Becken ich einen Bodengrund wähle, ist jedem selbst überlassen. Wichtig ist hierbei, dafür zu sorgen, dass halt die Pflanzen genügend Nährstoffe bekommen über den Bodengrund und dass sie natürlich auch unter dem Bodengrund die Bakterien für die Pflanzen und für die Verhältnisse des Wassers gut ansiedeln können. So, jetzt haben wir uns schon mal hier vorbereitet und haben das JBL Vulcan Mineral in einem Sack geholt. Das ist der kleine, ich glaube, 9 Kilo Sack. Ja. Und das werden wir als allererstes in den Bodengrund einlassen, weil das ist dafür zuständig, um halt die Sauerstoffversorgung im Wasser bzw. im Boden zu gewährleisten durch die feinporige Struktur, die das Vulcan Mineral bietet und natürlich auch dafür sorgt, sich Bakterien dort vernünftig anzusiedeln. Das ist ein wichtiges Element, was wir auch beachten sollten, wenn wir halt unseren Bodengrund wählen. Wir starten natürlich auch als allererstes mit dem Vulcan Mineral. Das werde ich jetzt erstmal in einem Becher umfüllen und dann in ein Säckchen legen. Und dazu gleich weiter mehr. Wir werden jetzt das Vulcan Mineral, was wir jetzt in dem Säckchen vorbereitet haben, werden wir jetzt im Becken positionieren. Dazu haben wir natürlich jetzt kein allzu großes Säckchen gewählt, weil es auch ein kleines Becken ist. Man könnte ein bisschen mehr nehmen, muss man aber nicht. Ich positioniere das immer hinten. Je nachdem, was wir für einen Aufbau haben wollen, kann man natürlich einen größeren Aufbau nehmen mit dem Vulcan Mineral. Man sollte aber das Vulcan Mineral immer in dem hinteren Bereich haben, weil nach vorne hin wollen wir ja das Soil anbringen und das sollte ja nachher auch vom Bild her schön aussehen. Wir haben das Soil jetzt schon vorbereitet und zwar haben wir das, wir haben das in einem anderen Behälter schon mal umgefüllt, damit wir das nicht so mit den großen Säcken hier rumhantieren müssen. Zum guten Einbringen habe ich halt noch so ein kleines Messbecherchen, da füllen wir jetzt ein bisschen was um. So, das ist natürlich jetzt nicht viel, ja, aber wir werden das jetzt schon mal ein bisschen anbringen. Also wie gesagt, wir wollen da hinten den Aufschütt haben. Das heißt, wir verteilen es erstmal von hinten nach vorne. Das ist immer eine halbe Arbeit, die Spaß macht. So, warum schütte ich nicht alles auf einmal rein? Ja, das kann man machen, aber dann hat man ein bisschen mehr Arbeit. So, wie ihr sehen könnt, ist das Vulcan Mineral noch zu sehen. Das heißt, da haben wir noch einen großen Aufschütt. Das machen wir jetzt. Da hat seine Tür geklingelt. So, wir haben das Kopikasol jetzt schon mal eingebracht und über das Vulcan Mineral leicht als Anstieg vorbereitet. Jetzt nehmen wir immer den klassischen Pinsel und machen das ein wenig sauber in Form, was natürlich jetzt quasi noch keine große Veränderung bringt. So, je nachdem, welchen Aufbau man haben möchte, muss man halt eben gucken, dass man von der Fläche her entweder in die Tiefe geht, das heißt in die Breite geht. Wenn man jetzt zum Beispiel Sand noch benutzen möchte, lässt man einen Rand zum Aufschütten, dass man den Sand zum Soil hochbringen lässt. Das machen wir aber wenn dann später. So, jetzt haben wir hier das Grobe drauf. Das ist schon mal eine gute Grundbasis, die wir brauchen im Becken. So, aber noch sind wir nicht zufrieden, denn es fehlt noch das Powder Soil. Jetzt haben wir das Powder Soil. Warum haben wir hier Powder Soil? Aus dem einfachen Grund, wenn man jetzt nachher das Becken fertig vorbereitet hat mit dem Bodengrund, also mit dem Vulcan Mineral, mit dem Tropica Soil,
Wenn man dann übergeht in die Pflanzenstecklinge, also mit Pflanzenstecklinge arbeiten möchte, dann gebe ich immer, oder was heißt gebe ich immer? Man kann, man muss es aber nicht. Also ich mache immer das Powder-Salt dann auch drüber. Das zeige ich euch jetzt nur mit einem bisschen. Da haben wir jetzt nur so ein kleines bisschen. So, und zwar lege ich das dann immer über das Salt drüber, da wo ich die Pflanzen hinsetze, beziehungsweise in dem Gebiet, wo alle kleinen Stecklinge rein sollen. Das hat den Vorteil, dass wenn man nachher die Stecklinge mit der Pinzette einsetzt, rutschen die kleinen Kügelchen besser in den Schacht rein. Das heißt, in den Schacht, in die Wurzelkammer, wo die Wurzel nachher drin steckt. Also, sei es schon die Pflanze, setzt die ein und durch das Reindrücken der Wurzeln rutscht das kleine Säul oben nach und hält die Pflanze besser im Boden rund fest. Das ist die einzige Bewandtnis, warum wir dann nachher den Powder Säul nehmen. So, jetzt hier durch den schönen Zoom kann man toll erkennen die Unterschiede vom Tropica Soil und von dem Tropica in der Grobkörnung. So, das Schöne ist daran halt wirklich, dass man das vereinfachen kann, die Pflanzen einzusetzen, wenn man das Powder Soil halt oben über das grobe Tropica drüber gehen lässt. So, jetzt haben wir hier einen wunderbaren Anstieg gemacht mit dem Tropica Soil. Natürlich sieht das jetzt vorne natürlich noch nicht so gut aus, weil jetzt kann man wählen, was möchte ich reintun? Möchte ich noch Sand reinbringen? Möchte ich noch Kies reinbringen? Und das ist halt wirklich nur die Grundbasis, um den Nährstoff im Boden anzubringen. Und was natürlich auch noch einen großen Vorteil ist, was wir noch nicht erwähnt haben, ist, wenn man mit Tropica Soil oder mit Soil aller Art, man muss nicht nur Tropica nehmen, es gibt von Dennerle und verschiedenen Firmen machen das auch. Es gibt echt, also eine breite Palette davon. Man muss sich also für eins entscheiden. So, wir haben uns für Tropica entschieden. Was den Vorteil auch noch dazu hat, ist, wenn man je nachdem, wo man wohnt, hat man härtere Wasserwerte und das Tropica Soil hält wirklich den pH-Wert ziemlich neutral zwischen 6 und 7,5. Da braucht ihr keine Sorgen zu haben, dass das Wasser zu sauer wird. Und das ist das Schöne daran. Deswegen arbeite ich eigentlich meistens immer mit Tropica Soil oder mit Dennerle und wie die anderen Firmen alle heißen. Es ist ja seinem selbst überlassen, aber es verhindert wirklich, dass man dann einen zu hohen pH-Wert hat im Becken. So, des Weiteren haben wir jetzt natürlich die Möglichkeit, hier vorne im vorderen Bereich, je nachdem, welches Layout ihr haben möchtet, habt ihr die Möglichkeit, diverse andere Sandarten einzubringen, Kiesarten einzubringen und hiermit ein schönes Designbild reinbekommt. Das heißt, hier unten würde ich jetzt zum Beispiel, würde ich jetzt hier so einen weißen Sand nehmen, den aufschütten, bis zur oberen, ja, so 2, 3 Zentimeter drüber, damit wir hier einen schönen Kranz haben. Vielleicht noch eine Wurzel oder einen Stein reinbringen, je nachdem, welches Layout ihr wählt. Wir hoffen, euch hat der Skill gefallen. Für weitere Skills behaltet die Playlist von Pit Skills im Auge. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Kanal, gebt mir ein Like, einen Daumen hoch, einen Daumen runter oder einen Daumen quer, wie auch immer. Und wir freuen uns aufs nächste Mal, euch wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, euer Pitscapes.